Willkommen zurück zu Pokémon Purpur und ich habe mich jetzt stylisch angekleidet. Ich habe nochmal in einem Sonnenbrillenladen eine Sonnenbrille gekauft und dann noch diesen Shop hier erspäht, in dem es geile Items für den Kampf gibt. Wie die Schattenbrille, die Unleash-Attacken verstärkt, den Schwarzgurt, um Kampfattacken zu stärken, Ewig 1, um Eis zu verstärken, aber auch den gezinkten Würfel, womit man halt die Trefferwahrscheinlichkeit von so Attacken wie Armstoß zum Beispiel erhöhen könnte. Ist natürlich auch leider sauteuer, aber hier findet ihr diese Dinger. Ich würde sogar das... Ewige Eis, nee, brauchen wir leider alles im Moment nicht, aber hier gibt es sie. Und dann kriegt man hier noch Handyhüllen, neuen Designs und so. Aber die sind halt sauteuer, das habe ich mir nur angeschaut. Aber leider sind die sauteuer. Gibt aber schöne Designs hier auch in Schwarz. Also wer irgendwas hier braucht, hier findet hier alles. Bei Pokébälle habe ich gar nicht reingeschaut. Ja, da gibt es halt nicht viel. Bei anderen Items gibt es die üblichen Macht-Items. Für die Zucht. Das ist aber etwas, das erst später relevant wird, auch für uns und für euch keineswegs. Also, und hier im Laden habe ich halt noch diese Sonnenbrille gekauft, hatten auch Handschuhe, aber die Handschuhe waren jetzt nicht so schön. Gut, wir wollen den letzten Teil der Stadt heute entdecken und dann zur Arena marschieren, wo wir dann vermutlich eine Prüfung bestehen müssen und danach gegen den Arenaleiter kämpfen werden. Ja, bleibt dran, falls ihr Interesse habt dran. Es wird mich freuen. Und ansonsten, ja, lehnt euch zurück und genießt die Show. Ja, guck mal, hier gibt es ein Item. Aber sonst gibt es hier noch wie was. Das Einzige, was halt schade ist, ist, dass die Map so undetailliert ist. Man muss immer in jede Tür reinrasen, um zu kontrollieren, ob man da wirklich nicht hin kann. Hätte man denn nicht die Gebäude, wo man hin kann, irgendwie markieren können, so wie das in den meisten Spielen der Fall ist. Hier gibt es sogar einen Donnerstein. Und auf den Dashern ist auch was, aber wie kommt man da hoch? Guck mal, hier ist auch eine Attacke. Reflektor. Das ist aber auch bei jedem gleich, ne? Die Items sind nicht randomized. Also jeder kriegt schon das Gleiche auf der Map. Würde mich auch mal interessieren, für die, die zuschauen und nebenbei mitspielen. Ja gut. Hier kommt man vermutlich überall nicht rein. Dann sind wir damit durch. Ja. Lass mich nur kurz mit den beiden hier reden. Haben die... Alle fünf dieser Gebäude sollen wohl einer Firma namens Paldea Immobilien gehören. Oh Gott, unbezahlbare Preise oder was? Diese Wolkenkratzer sind sowas von hoch. Da verrenkt man sich beim Anschauen schon fast den Hals. Ja, ich weiß, aber ich möchte halt gerne auf den Wolkenkratzer, aber irgendwie brauchen wir dafür die Fähigkeit von Meraidon, glaube ich. Weil ich komme da nicht einfach so hoch. Nee. Gut, dann lasst uns zur Arena fahren. Und mal schauen, was die Arena so zu bieten hat. Ja, gibt auch nirgends ein Schild, was man irgendwie lesen könnte, um Informationen zu kriegen. Die Berglandschaft sieht irgendwie fake aus. So Freizeitparkmäßig. Aber der Wasserfall ist schön. So, und auf dieser Seite befindet sich die Arena. Von Enigmara. Mein Taschengeld reicht nicht. Oh nein, du Armer. Wie hat dir das letzte Video von Enigmara gefallen? Sie ist so süß. Hast du neulich Enigma TV geschaut? Die Collab mit Tulia war der Wahnsinn. Enigmara ist einfach so süß. Kein anderer Streamer hat so viel Ausstrahlung. Ach Gott. Ja, das ist Konkurrenz. Die müssen wir jetzt platt machen. Ihre Zuschauer müssen natürlich meine Videos schauen. Das können wir nur erreichen, wenn wir auch gegen sie in einem Kampf gewinnen. Ob das so leicht wird? Das steht jetzt noch in den Sternen.
Ja, aber leider hat niemand hier eine Aufgabe für uns. Na gut, dann sind wir auch wieder schnell mit der Stadt durch. Auch in die Arena. Registrieren wir uns. Und mal schauen, ob da jetzt... Ja, natürlich wartet sie wieder auf uns. Oh, ein Blitzer. Guck mal da. Corona, sowas. Jetzt begegnen wir uns schon wieder bei einer Arena. Ah, so ein Zufall, oder? Ich hoffe, du glaubst jetzt nicht, ich hätte hier auf dich gewartet, nur um mit dir zu kämpfen. Ich habe das nicht geplant. Ich schwör's, zum Beweis fordere ich dich diesmal nicht heraus. Okay. Aber sie gibt uns 3 Äther. Noch mehr Items. Wir werden so voll gemüllt mit Items. Das ist der Wahnsinn. Aber wir benötigen die im Kampf. Und Nektroball gibt's die auch im Spiel. Ey, was hat der denn da für eine geile Jacke? Oh, Junge. Wo hast du die gekauft? Ich helfe bei der Arena-Prüfung aus. Deshalb warte ich hier geduldig auf meinen Einsatz. Oh, er ist official. Ey, der ist ja voll gekleidet mit Pokémon. Da bin ich aber jetzt gespannt, was für eine Aufgabe auf mich wartet. Er ist eingeschlafen, es war wohl erschöpft. Ja, ich hab's aufgeweckt, ups. Ja moin, willkommen in der Arena. Oh lol, und da steht nicht eine Frau am Schalter, sondern ein Mann. Das heißt, die Schalter... Nice, die variieren. Also nicht alles copy and paste. Willkommen in der Arena von Vermanza City. Lass mich dich zuallererst als Herausforderin registrieren. Dein Name ist Koroi, sagst du? Jop. Bevor du dich mit der Arenaleiterin Enigmara messen kannst, musst du die Arena-Prüfung bestehen. Deine Aufgabe wird es sein, in einem von Enigmaras Videos aufzutreten. Was? Nice! Da können wir Klicks abschaffen. Da Enigmara auch Streamerin ist, wird es deine Aufgabe sein, in ihrer Show als Gast aufzutreten, für Stimmung zu sorgen. Alles Weitere erfährst du, wenn du dich nach draußen begibst. Viel Erfolg! Okay. Sie schenkt uns Klicks. Finde ich gut. Daumen hoch dafür. Sie kann es mir nerven, aber ja, wenn es ums Geschäft geht, dann bin ich dabei. Hey Leute, es ist Zeit für Enigmaras Enigma TV. Und da geht's schon los, da ist sie. Hä? Na, alles klärchen? Holla, ciao und hallöle. Und schon bist du gefangen in meinem Elektronetz. Wer ich bin, fragst du? Na, Enigmara natürlich. Ich bin hier die Arenaleiterin. Hallo, ciao und hallöle zurück. Nein, wir sind wirklich im Video. Wow, du sprichst meine Sprache ja fließend. Ist nicht deine erste Show, was? Vielleicht fühlst du dich von dieser Situation etwas überrumpelt. Doch keine Zeit für Panik, denn wir sind schon live und das weltweit. Also schön lächeln. Danke, dass ich dich heute als Herausforderin in Vermanza Arena begrüßen darf. Ich freue mich natürlich voll, dass du da bist. Aber so als Promi bin ich auch immer ziemlich beschäftigt. Darum gibt's bei mir nur Collabs mit Leuten, die mir haufenweise Views einbringen. Ja, let's go, ich bin dabei. Naja, wohl der falsche Kunde dafür. Ich meinte natürlich, die mit Begeisterung bei der Sache sind. Okay, dann bin ich wieder dabei. Für dich heißt das, dass ich mir erst dann einen Fight mit dir liefere, wenn unser Stream ein viraler Hit ist. Oh Bro, da musst du lange drauf warten. Du kannst es kaum abwarten, was? Dann schauen wir doch mal, was heute auf dem Plan steht. Bitte begrüßt mit mir den schlendernden Gentleman. Yay! Hä? Oh, Kuchoi.
Das ist ja eine Überraschung. Was macht der denn hier? Na, was geht denn hier vor? Ihr zwei kennt euch bereits? Das ist ja mal ein Plot-Twist. Er war schon charismatisch, als er durch die Stadt schlenderte. Da wollte ich ihn gleich zu meinem Stream hier einladen. Oh, welche Ehre. WTF? Unsere Herausforderin Kuroi wird sich gleich auf die Suche nach diesem Herrn hier begeben. Wenn sie unseren Schlendermann über das Kamerasystem der Stadt dreimal finden kann, besteht die Arena-Prüfung. Besteht sie die Arena-Prüfung? Ah, meine Stimme verschwindet die ganze Zeit. Ich weiß nicht warum. Und diese lustige Versteck-Challenge nenne ich epische Suche. Wo ist der schlendernde Gentleman? Der Titel passt doch. So, oder? Den kann man nicht irgendwie falsch verstehen, oder? Ich denke nicht. Zu viel Clickbait? Nee, alles gut, du. Ach, das geht schon, lol. Also dann, Slenderman, bitte begib dich auf deine Position. Die Pokémon-Liga leistet immer gute Arbeit, daher helfe ich gern hier aus. Aber bitte seid nachsichtig mit mir. Lol, wie der wegrennt. Okay. Okay, so langsam müssten die Vorbereitungen abgeschlossen sein. Slenderman, bist du bereit? Ja, ich bin soweit. Dann sind wir startklar. Irgendwo in dieser Aufnahme versteckt sich unser Schlender-Gentleman. Ihr seht schon, er sitzt da rechts auf dem Café-Teil da. Bei dem Tisch. Ich werde die Glubsche aus und dann finden wir ihn. Auf die Plätze fertig, los. Ja, ich hab ihn. Und wie mache ich das jetzt? Hä? Hallo? Kann ich irgendwie... Habe ich ein Fadenkreuz oder so? Ja, pass auf, guck da. Huch, da wurde ich wohl entdeckt. Kuroi hat den schlendernden Gentleman gefunden. Wow, das ist ja der absolute Wahnsinn. Bevor es gleich mit der nächsten Suche weitergeht, muss sie gegen einen meiner Fans kämpfen. Zeig dich, Pokémaniac. Okay. Ah, da kommt der Dude mit dem geilen, mit der geilen Weste. Finde ich cool. Was setzt der jetzt ein? Ein Luxio. Okay. Damit wird Mr. Krabs fertig. Auch wenn Bedroher wirkt. Wir machen ein Felsgrab. Hat Luxio irgendwie einen Doppeltyp? Oh, ich bin paralysiert. Das, ja, schade. Das ist natürlich schlecht. Sollen wir wechseln? Ja. Wir gehen auf unseren Kiwi. Denn das wird vermutlich nicht der einzige Kampf sein, bevor wir gegen Ignimara kämpfen können. Und setzt schon wieder Funkensprung ein. Und Paralysic alt wieder. Meine Güte. Ja, schwieriger Kampf. Aber Samenbombe regelt. Sehr gut. Und wer will jetzt bisher lernen? Zeig mal. Ach du? Oh, brauchst du das? Gar keine Ahnung. Ich glaube nicht, oder? Nee. Und wenn, können wir es ja immer wieder hinzufügen. Das ist jetzt voll praktisch in dieser Gen. Ob ich gewinne oder verliere, ist total egal. Hauptsache, der Show wird richtig eingeheizt. Ja, gutes Motto. Unsere Herausforderung hat gewonnen. Nice! Was für ein spektakulärer Kampf. Ein kleiner Kamerawechsel. Oh, Junge.
Und hier ist unsere nächste Stage. Alle kennen es, alle lieben es. Das Pokémon Center. Und ich sehe schon unser Mr. Schlendermann ist genau hier. Nanu, und da dachte ich doch, ich hätte mich ganz gut versteckt. Wird es jetzt etwas schwieriger, oder kommt jetzt auch wieder ein Kampf? Wurden wir denn wenigstens geheilt? Oder müssen wir jetzt mit einer paralysierten Klippe angreifen? Oh, ein cooler Fisch. Oh, dieser Schrei, ich mag ihn total. Der Schrei ist wirklich cool. So, was ist denn stärker? Felswurf ist ungenau. Ah, beides ist ziemlich ungenau. Auch gut. Dann scheint Klippin so ein bisschen das falsche Pokémon zu sein für den Arena-Kampf. Aber mal schauen. Vor der Arena-Challenge werden wir ja noch unser Team kurz anpassen können. Ich würde den Kampf ganz gerne in diesen Part unterbringen. Naja, vielleicht auch nicht. Aber müsste eigentlich reinpassen. So, und damit haben wir den bezwungen. Und Kraftschub will jetzt wer lernen? Du. Entweder erhält einen Kraftschub, der seinen Angriff und Spezialangriff erhöht. Ja, mach das mal rein gegen Schlecker, I guess. Weil für die Paralyse ist ja unser Pamo verantwortlich. Attacke durch Nachtnebel ersetzen. Das ist cool. Das Ziel sieht eine Illusion richtet Schaden gemäß dem Level des Anwenders an. Weiß ich jetzt gerade nicht, wie das funktioniert. Aber vielleicht ist es ja gar nicht so bad. Erstaunen nehmen wir raus. Und Nachtnebel kommt rein. Jetzt kommt ein Vati. Oh, auch ein cooles Pokémon. Dann wechsle ich auch auf mein Pflanzen-Pokémon. Ja, und dann hoffe ich, dass Zauberblatt durchkommt. Ladevorgang ist okay. Stärkt die Elektroattacke, die sie verwenden wird, oder? Ne, Spezialverteidigung. Zauberblatt ist speziell, oder? Ach, Idiot, ich habe mich verklickt. Es dauert halt alles so ewig lange. So. Samenbombe. Und dann gehst du down, Mann. Jetzt wird die Spezialverteidigung noch höher. Na gut, dass wir physisch angreifen. Ja, bitteschön. Oh mein Gott. Wir brauchen dringend Heilung. Die Paralyse, die ist schon echt hart. Und jetzt dürfen wir wieder... Unsere Herausforderin hat gewonnen! Ein weiterer Kampf, fantastisch! Sie hat nicht nur einen ausgezeichneten Spürsinn, sondern auch ein Händchen für Kämpfe. Oh nee, täuscht dich da mal nicht. Schauen wir mal, was die nächste Kamera für uns bereithält. Willkommen zu unserer letzten Stage. Ein Ort, der vor Kämpfen nur so bebt. Der vor Kämpfen nur so bebt, der Kampfplatz. Wird es unserer Herausforderung gelingen, den schlendernden Gentleman hier jetzt ausfindig zu machen? Ja, er sitzt auf dem Boot. Das habe ich auch schon entdeckt. Bitteschön. Sowas, ich bin zutiefst beeindruckt. Hoffentlich strengst du dich bei deiner Schatzsuche genauso an wie bei dieser Suche.
Ja, ich denke mal schon. Dank Kuroi sind meine Followerzahlen zappalagrantastisch in die Höhe geschossen. Damit ist die Arena-Prüfung bestanden. Glückwunsch! Was für ein hochspannender Challenge. Die ganze Welt hat richtig mitgefiebert. Wenn ich mich jetzt noch mit dir messe, brechen meine Videos bestimmt den Zuschauerrekord. Okay. Bin ich so ein guter YouTuber? Ich schätze das, aber... Ja, ich glaube, Realität sieht ein bisschen anders aus, leider. Ja gut, meine Pokémon sind weiterhin... Ja, natürlich. Angeditscht. Dann lasst uns schnell zum Pokémon Center fahren. Und uns heilen. So, ich habe keine Ahnung, was sie jetzt in den Kampf bringt. Ich würde ganz gerne Klippe drin behalten, aber ich schaue kurz, Klippe irgendwie noch eine bessere Bodenattacke oder so kriegen kann. Bericht. Ach, dieser... Ey, ich will... Dieser Schrei ist halt so gut. Ne, der hat noch Klammer und Härtner. Okay. Haben wir denn Terms, die irgendwie gut sind? Auch nicht so wirklich. Hä? Kann die alles erlernen? Ach, Dampfwalze ist eine Bodenattacke und Lehmsch. Okay. Die sind halt genau, das ist das Gute. Anwenderwalz greift dabei alle Pokémon im Umkreis an, die Initiative aller betroffenen Pokémon sinkt. Oh, Dampfwalze klingt ehrlich gesagt nach einer richtig guten Attacke. Schadet dem Ziel durch Matsch, dessen Genauigkeit sinkt. Hm, auch gut. Okay, dann lass nochmal den Bericht von der Klippe sehen. Wo ist denn ihre Spezialität? Beim Angriff, der ist super hoch. Oh mein Gott. Physischer Angriff ist ja mega. Ja, dann lass die Dampfwalze verwenden. Gegen ja, den Steinwurf. Ey, wenn die Lowlife ist, wie stark steigt denn der Angriff von der Klippe? Das kann ja brutal werden. Ja, und der Rest ist halt auch vorbereitet. Außer, ich würde den Papagei vielleicht rausnehmen. Wobei, wenn da so ein Typen-Spielchen kommt, was halt vermutlich auch kommt, sind wir vielleicht gar nicht mal so schlecht mit dem. So, jetzt sind wir die Stadt auch noch mal bei Tag. Aber jetzt sind wir bereit dafür. Was ist das hier? Ach, hier gibt es noch Sets zu kaufen. Für Picknick. Aber kann man irgendwie dann sich gar nicht anschauen. Ja gut, dann kaufe ich mir das privat so mal off-cam. Aber jetzt nicht für heute. Wir gehen jetzt zu Enigmara und fordern sie heraus. Ich hoffe, dass wir mit Klippe starten können. Und wenn es nichts wird, holen wir unser Pflanzen-Pokémon rein. Willst du dich der Arenaleiterin stellen? Ja! Und los geht's! Dauert nur. Besonders lange. Hallo, geht's auch nochmal weiter? Da steht sie ja. Ja, ist nicht so ganz aufgelöst wie... Oh, ihr Handy ist cool. Hey, alle zusammen, seid ihr bereit? Ja, es geht los. Wow, ich will einen Daumen hoch. Die Musik ist cool, aber sie sah im Trailer halt besser aus, ne? Bisschen schade, dass man auch sie leider...
besonders schlecht modelliert hat. Ja, was heißt schlechte, aber die Farben fehlen halt. Sie sieht halt besser aus in diesem hochaufgelösten Trailer. Unser heutiger Herausforderung ist Koroi, eine Überfliegerin, die es selbst mit einem Voltrell aufnehmen kann. Oh ja, auch wenn das Voltrell uns schon mal fast getötet hat. Da sie das erwähnt, denke ich mal, ist es ein Pokémon dieser Gen. Die ist ja riesig, lol. Da Koroi, was geht jetzt gerade in dir vor? Also die ist halt noch größer als wir, lel. Und wir sind schon besonders klein. Ich werde auf jeden Fall gewinnen. Oh, du bist dir deiner Sache ganz schön sicher. So gehört sich das. Und los geht's. Und danke für die Unterstützung, El Britzel. Ah ja. Es wird Zeit loszulegen. Dann schauen wir doch mal, ob unsere Herausforderin mir den Saft abdrehen kann. Ja, ich habe mich vorbereitet. Ich hoffe mal, dass das jetzt so klappt, wie ich mir das vorstelle. Arena-Leiterin Edling Mara fordert dich heraus. Und ich finde es so cool, wie sie ihren Pokéball auf der Jacke so trägt. Oh nein, sie bringt einen Voltrell. Aber gut, das müsste eine Vierfachschwäche haben. Gegenüber von Stein. Wobei, ist Elektro auf Stein irgendwie anfällig? Also Boden ist wirkungslos, das wissen wir. Aber ja, Tatsache. Müsste vierfach effektiv sein. Ah, oh, und es fängt natürlich mit diesem gottverdammten Funkensprung an. Wir werden aber Gott sei Dank nicht paralysiert. Sehr gut. Da bist du schon mal weg und Klippe hat einen guten Job geleistet. Nice. Und es freut sich. Jetzt kommt Vampitz, das ist es. Das ist dieses große Pokémon, was so angekündigt wurde. Wasser-Elektro ist es. Hey, Moment mal, Wasser-Elektro? Ist das nicht der absolute Tod? Warte mal, ist das nicht der absolute Tod gegenüber von Pflanze? Es sei denn, es hat irgendeine dumme Fähigkeit und die Terrakristallisation ist irgendwie weird, aber da ist es. Und sie hat vier Pokémon. Oh mein Gott. Der Kampf könnte ein bisschen fies werden. Dynamo, das bedeutet einfach nur, es wird stärker, oder? War das nicht irgendwie sowas? Ich muss das mal kurz durchlesen. Hab da keine Ahnung. Ist anfällig gegen Boden. Was für ein Typ hat es? Ist reines Elektro-Pokémon. Achso, dann ist Pflanze einfach nur normal effektiv, oder wie? Ach, bin ich denn vollkommen dumm? Egal, wir bleiben jetzt bei Kiwi. Und hoffen, dass es halt irgendwie gegen Vampix ankommt. Ich bin mal gespannt, was für Pokémon da noch auf uns warten. Das wird interessant. Vielleicht hat es auch einfach nur zwei, aber... Klasse, dass die Arena-Leiterin vier Pokémon einsetzt. Coole Sache. Warum wirkt Dynamo? Es ist doch tot. Schau auch kurz, was diese Fähigkeit genau macht. Was macht denn Dynamo? Kann auch Statik haben, also aufgepasst. So, Luxio, mit dem müssten wir fertig werden. Was macht denn Dynamo? Wenn das Pokémon Schaden erleidet, lädt es sich auf. Dadurch steigt die Stärke seiner nächsten Elektroattacke. Ah, okay. Okay. Wir machen hier, ja, nochmal die Samenbombe. Nicht zurückschrecken, bitte. Nice. Sehr gut. Hat das Statik? Nee, dann hätte die Samenbombe mich ja jetzt... Ah, ich bin ja schon paralysiert, lel. Rechendruck zu Creep aus. Ja, ich trau mich nicht. Ich werde aber sterben. Ich muss wechseln. Ich werde wechseln. Auf Panamo. Damit rechnet sie vielleicht gar nicht. Und das Teil kann ja eine Bodenattacke.
Müsste also Luxio töten. Mhm. Dann komm, auf mit dem Schaufler. Ich weiß gerade nicht, haben wir so ein gutes Level mit Panamo? Sind die Pokémon alle ziemlich gleich auf? Naja, jedenfalls ist es sehr effektiv. Unser Team ist wirklich gerüstet gegen diese Elektro-Arena-Arin. Arena-Arin? Bist du dumm? Arena-Leiterin meine ich natürlich. Und jetzt kommt Traumagil. Oh. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie ich mit Traumagil... Warte, Geistattacke? Wirkt das? Aber die wird irgendeine Terraform jetzt einsetzen, oder? Oder was? Warum sollte sie einen Geist-Pokémon einsetzen? Na, warten wir mal auf den Terra-Typ. Oh je, das sieht nicht gut aus. Hey Leute, ich will eure Likes spüren. Nee, liked meinen Part. Los. Push the button. Ich weiß nicht, wie Geist auf Geist effektiv ist. Sie wird auch hauptsächlich, glaube ich, speziell angreifen. Ich werde mit Irrlicht anfangen. Komm raus, mein kleines Glühbirnchen. Volle Power. Enigmara. Und Tatsache, ihr Traumagil ist das Pokémon, was die Terra-Kristallisierung benutzt. Und es wird jetzt so Typ Elektro. Das ist zum Teil gut, zum Teil auch schlecht. Aber es hat ja jetzt nur einen Typ. Das heißt, es kann nicht mehr fliegen, oder? Oder besitzt es Schwebe? Ah, und dieser Mega Man ist so schwach, Mann. Ich hoffe, dass die Weiterentwicklung ein bisschen was drauf hat. Boah, ich habe jetzt keine Ahnung. Ich benutze Klippe. Ich kann mir gut vorstellen, dass dieses Traumagil Schwebe beherrscht. Aber ich kann es dir halt nicht sagen. Ich versuche mal mit Felsgrab. Mal schauen, was passiert. Oh, Konfu-Strahl. Nein, jetzt sind wir verwirrt. Komm, bitte. Klippe. Sei auf meiner Seite. Ja. Ja. Gut, dann soll ich die Dampfwalze mal versuchen. Ja, Bürde, das ist natürlich eine fiese Taktik. Oh, aber wir haben ihn überlebt. Wutpanzer wirkt. Oh, come on. Come on, wenn die Verwirrung jetzt nicht... Komm, bitte, bitte, Klippe. Sogar die Initiative steigt. Also, wenn wir tot sind, sind wir tot. Aber wir könnten richtig killen. Wenn die Verwirrung jetzt nicht dumm ist. Komm, komm, Klippe. Ach, Klippe, du bist mein Held. Und es hat Schwebe. Okay. Okay, gut zu wissen. Ja, werde ich jetzt... Nee, werde ich es riskieren? Bin ich schneller als Traumagil? Ich versuche es. Komm, Klippe. Es ist sogar nicht mehr verwirrt. Sehr gut. Oh mein Gott, ja. Sehr gut, sehr gut. Vorsicht, Hochspannung. Tut mir leid, falls dich ein Blitz erwischt, aber... Ich hab dich gewarnt. Ladestrahl. Ja, okay, Klippe wird so oder so sterben. Aber es hat einen guten Job geleistet. Mega zufrieden damit. Es hat Schwebe, das heißt, die Bodenattacke bringt nichts. Was mache ich denn jetzt? Gehe ich in eine Pause? Ja, schauen wir mal einfach, was Bagel macht. Vielleicht kann er ja irgendwie was ausrichten. Mit Knuddler. Ja, es ist ohne der Damage. Bürde bringt nichts. Also normalerweise... Ah, anscheinend doch. Ja, dann komm. Zeig, was du drauf hast. Ja! Traumagil ist besiegt! Ein letztes Pokémon fehlt.
Was wird es sein? Und damit ist auch die Terra-Kristallisierung weg. Oder haben wir gewonnen? Hä? Hatte sie nicht 4 Pokémon? Du leuchtest ja so hell wie ein 1000-facher Donnerblitz. Hey, wir haben wirklich gewonnen. Let's go! Damit steht es fest, der Sieger des Kampfes ist die Herausforderin Kuroi. Ja, die waren beide stark. Sehr cool. Zeig mir den Link zu dem Kanal. Ich will den abonnieren. Ich habe verloren und das ist frustrierend. Aber danke für eure Unterstützung, ihr Lieben. Dafür, dass sie so jemanden Angesagten wie mich besiegt hat, bekommt Kuroi auch was Feines. Und was fragt ihr? Einen Arena-Orden. Hier, mein ganz persönliches Geschenk an dich. Yay! Meine lieben Zuschauer, jetzt ist Screenshot-Zeit. Brennt euch diesen Moment gut auf der Netzhaut ein und speichert ihn in einem Ordner eures Hirns ab. Und wir sehen voll cool auf dem Foto aus. Hey, let's go! Sehr cool. Ich hoffe, dass man die Fotos halt, wie gesagt, in irgendeinem Album sich anschauen kann, weil die ist wirklich cool. Jetzt hast du 2 Arena-Orden, stimmt's? Cool. Das heißt, du kannst Pokémon bis Level 30 leichter fangen und sie befolgen blitzschnell deine Befehle. Dieses Mega-Foto kann ich später posten. Nice. Hier die Term gebe ich dir zum Dank. Du erhältst Term 48 Voltwechsel. Ja, das ist eine coole Attacke, die mag ich sehr. Benutze ich auch sehr gerne im Kampf. Dann vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und lasst auch gleich einen Like für mich da. Ja Leute, das gleiche gilt für mich, ich will auch. Abonniert meinen Kanal und lasst mir ein Like da für diesen grandiosen Kampf. Großer Like an Klibbe, der hat eine richtig gute Leistung gebracht. Bin mega zufrieden mit dem Pokémon. Ihr seid gefangen in meinem Elektronetz. Enigmara, die elektrisierende Streamerin, verabschiedet sich. Ach, sie macht nicht ihren Spruch mit Klick auf den Lightbug, um zu entladen. Ah, schade. Gut. Das war nice. Hat mir Spaß gemacht. Cooler Charakter. Verzeihung, aber bist du etwa die berühmte Kuroi? Ja, wenn 700 fast 700 Abonnenten ausrechnen, um berühmt zu sein. Ja, das bin ich. Nemila hat erwähnt, dass es einen vielversprechenden Neuling gibt. Ach, entschuldige bitte, dass ich dich einfach so anspreche. Ich sollte mich erstmal vorstellen. Mein Name lautet Sinius. Ich bin ein Mitglied der Top 4 der Pokémon Liga und unterrichte Kunst an der Akademie. Oha. Ich würde wirklich gerne mehr über deine Beweggründe erfahren, Kuroi. Also, ich habe da so dieses Product Placement und ja, ich glaube, du bist genau die Richtige dafür. Was bewegt dich dazu, Arena-Orden zu sammeln? Warum möchtest du Champ werden? Eine Freundin hat es vorgeschlagen. Ja, einfach nur so. Danke für deine Antwort. Auf diese Frage gibt es keine richtige Antwort oder falsche Antwort. Wie heißt es doch so schön, alle Wege führen zum Schlund von Paldea? Okay. Wusstest du, dass deine Freundin Nemila der jüngste Champ in der Geschichte Paldeas ist? Möglicherweise verbirgt sich in dir das gleiche Potenzial wie in ihr. Ist sie vielleicht sogar unser Endgegner, so wie das damals in der 7. Gen auch quasi der beste Freund war? Wenn du nach dem Champ-Rang strebst, wirst du mir früher oder später im Kampf gegenüberstehen. Ich kann dir nur empfehlen, lang und hart zu trainieren. Dann hast du selbst bei einer Niederlage nichts zu bereuen. Oh, und du bist natürlich auch jederzeit in meinem Kunstunterricht willkommen. Ah, cooler Typ. Ja, wir machen hier Schluss. Im nächsten Part geht es natürlich weiter. Ich bin gespannt, was jetzt auf uns wartet. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. War wieder eine coole Folge. Und ja, wie gesagt, hätte das Spiel ein bisschen bessere Grafik und würde nicht so stark immer, ja, nachladen müssen, wäre das halt echt ein Banger. Aber auch so gefällt mir das Spiel sehr gut. Ich hoffe, euch auch.
Und ich glaube, dass das auch so der Fall ist, sonst würdet ihr den Part ja nicht mehr anschauen. Gut, Freunde, habt einen schönen Tag, bis demnächst und tschüss.